Da sind wir wieder mit Golden Axe Warrior, den 10. Part. So, wir haben 7 Kristalle gesammelt und jetzt werden wir wieder ein bisschen organisatorisch was erledigen. Und zwar ein paar Ausrüstungsgegenstände komplettieren. Unter anderem eine neue Schriftrolle, ein neues Schwert und eine neue Rüstung. So, sind wir hier kurz durch Ehren abgekürzt. Jetzt gehen wir nach unten. Ah. Bin ich hier richtig in die Lava gestiefelt. So, dann müssen wir einmal richtig südlich laufen. Wir weichen hier am besten so gut es geht aus. Lassen wir uns gar nicht groß in Kämpfe verwickeln, die unnötig sind. Super, da sind wir doch schon mal wieder aus dem Gebirge heraus. Ja, sieht richtig aus. So, erstmal hier den Weg frei gemacht. So, hier sind wir richtig. Hier müssen wir jetzt am Wasser entlang laufen. Okay, hier hätten wir auch hochgekonnt. Ja, okay, alles gut. So, da möchte ich hier gerne einmal etwas freilegen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier Geld kriegen. Oh, super, 30 Hörner bekommen. Klasse. Nehme ich doch gerne an. So, und jetzt gehen wir hier an zu diesem Steg und könnten jetzt eigentlich schon zum nächsten Kontinent, aber wollen wir erstmal noch nicht. So, hier legt er dann an und ihr würdet normalerweise Bäume mit der Axt erschlagen, aber hier müsst ihr die Eisglocke nehmen. So, und wen haben wir da? Linda. Und Linda hat dem König von Alterolia gedient. Super. Und durch sie bekommen wir dann eine neue Schriftrolle. Die Wassermagie. So. Zeige ich euch auch gleich mal, was die Wassermagie so alles kann. So, jetzt legen wir erstmal hier erneut an. Und dann holen wir uns den nächsten Gegenstand. Auch so, so ganz wichtig. Fürs weitere... Für den weiteren Spielverlauf. So. Da haben wir Nummer 1. Okay, wir müssen, glaube ich, einmal hier lang. Genau, hier sieht es richtig aus. Und mit dem Schiffchen können wir auch direkt Kanonen schießen. Also mit Kanonen schießen. Kanonenkugeln verschießen. So. Und dann haut ihr euch hier mit der Axt die nächste Treppe frei. So, und da haben wir eine weitere Truhe. Und wieder ein Kollege von Gillian, der schenkt uns das Flammenschwert. Super. Da haben wir den Gegenstand Nummer 2, den wir gebrauchen können. Und dann legen wir hier schon wieder erneut an. Und dann gehen wir hier an Land. Latschen ein bisschen durch den Sumpf. Ja, oh, hier schön. Schön durch das Wasser. So, wir haben hier jetzt das, glaube ich, stärkste Schwert im Spiel. Kloppen wir noch ein paar Monster kaputt. So, und dann gehen wir doch einfach raus hier durch die Wüste. Ein paar grüne Viecher zerkloppt. So, und dann fahren wir hier einfach lang. Tak, tak, tak. Wunderschön. Und dann einmal hier lang. Da müssen wir so ein bisschen aufs offene Meer hinaus. Auf, ja. Um dort weiter den nächsten Gegenstand zu finden. So, mein Gott. Habe ich schon wieder fast die Kurve nicht gekriegt. So, hier können wir jetzt trotz Schiff nicht drauf, weil wir brauchen einen Steg. So, wir brauchen einen Steg, um anzulegen. Hallo, ich wollte gerade eigentlich nur das Hörnchen haben. Und hier die Magie. Wir holen uns jetzt auch noch übrigens eine Magieflasche. Sehr gut. Müssen wir auch erstmal hier hin dann. So, jetzt dezimieren wir hier erstmal die Gegner. So, einmal mit der Axt hier drauf kloppen. Dann geht ihr hier auf die linke Insel, legt hier an, zack. Und dann geht ihr hier an Land, zack. Habt dann einen weiteren Magiepot. Wunderschön. So, und jetzt kommt der nächste Gegenstand, der letzte, den wir hier uns erfahren möchten in diesem Part. Dann gehen wir hier hoch.
Schön über die lange Brücke, dann nach rechts. Okay. Das ist doof. Bin ich umsonst gelaufen. Ich hätte hier einfach weitermachen sollen. So, hier müssen wir wieder auf das Schiff. Und dann müssen wir einen kleinen Bogen fahren. Mit dem Schiffi. So, dahin müssen wir. Da gehen wir an Land. Gucken wir, ob wir hier... Ne. Können wir nur ein Bäumchen zerhauen. So, und hier legen wir einen weiteren Gang frei und eine weitere Kiste mit Gillians Kumpel, der daneben steht. So, und hier haben wir die Drachenrüstung. Jetzt wird unsere Spielfigur blau. Babyblau, wohlgemerkt. So, und jetzt haben wir hier auch die stärkste Rüstung im Spiel. Und jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Das heißt einfach, wir gehen jetzt in den Westen. Ne, in den Osten. Genau, so machen wir das. Und dadurch bereisen wir dann... ne, scheiße, können wir so nicht machen. Und dadurch bereisen wir dann den neuen Kontinent. Das ist natürlich doof, dass wir das jetzt wieder so machen müssen, mit tausende Umwege. Da müssen wir da wieder an Land gehen. Ja, wir nähern uns langsam dem Finale. Zwei Kristalle fehlen noch, die wir aus den Dungeons holen müssen. Und dann können wir uns endlich Deathadder in den Weg stellen. Der möchte ja auch mal fertig gemacht werden, habe ich gehört. So, jetzt sind wir hier das Flammenschwert. Und dann gucken wir mal. So, die zerkloppen wir sowieso mit einem Schlag. So, und dann Richtung Osten. Am besten dort, wo das Wasser ist. Und am besten, wo ein Steg ist. Ah, guck mal, grüne Schweine. So. Ah. Und ich glaube, da, wo wir hin müssen, das ist dann Altorolia. Ach nee, das ist falsch. Das ist falsch, da müssen wir nicht hin. Ah, guck mal, da sind wir doch schon am Wasser. Sehr schön. Müssen wir nur noch einen Steg finden. Laufen wir nach unten. Oder auch nicht. Ah, müssen wir wieder diesen Bogen laufen. Oh Gott. Aber so können wir noch ein bisschen die Spielewelt kennenlernen. Da haben wir den Steg. Und da gehen wir auch direkt an Land. Da, hier müssen wir hin. Das ist dann natürlich ein verschneiter Kontinent. So, jetzt müssen wir hier nur gucken, wo wir drauf können. Deswegen umfahren wir das Ganze hier nochmal ein bisschen. So, da gehen wir an Land. Und dann betreten wir den nächsten Kontinent. Guck mal, da haben wir doch schon... Ach, guck mal, da haben wir einen Gang freigelegt. Was kriegen wir hier? Genau, wir sind bei Altorolia, einer der drei Kontinente der Welt. Gut. Okay, und Deathadder hat den Zugang zur Inselmitte blockiert. Wahrscheinlich der Grabstein dort. So, für die Blauen brauchen wir nur noch zwei Schläge. Sehr gut. Und da haben wir rote Bällchen. Ist nicht gut. Leider sehr flink. So, hier gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was zerhauen können. Ne, können wir nicht. Ne. Da zauen wir lieber noch ein paar Monster. Gut. Wieder ein bisschen Energie gesaved. Wunderschön. So, jetzt gehen wir einfach mal hier lang. Dann nach oben. Okay, da sieht er nach was aus. Nach einem Gang. Ach, Glücksspiel. Ne, wollen wir nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Okay, hier haben wir dann auch nichts mehr verloren. Dann müssen wir mal schauen, wo wir jetzt lang gehen. Dann gehen wir nach rechts. Können wir nach rechts? Ja. Okay, hier haben wir eine kleine Abkürzung. Hätten wir auch da lang gekonnt. Und wir haben ein Dörfchen. Wo sind wir denn hier? Das werden wir vielleicht erfahren. Halt! Sprechen. Mhm. Okay, der ehrenwerte Deathadder. Okay, da sind dann Leute, die ihn wohl verehren. Und der möchte dann, der Kleine möchte dann in seine Armee eintreten, wenn er erwachsen ist, okay? Naja, wahrscheinlich haben sie dann keine andere Wahl. So, hier können wir nochmal speichern.
Machen wir aber später. Und hier könnten wir dann, glaube ich, nochmal, genau, wieder mal bei Katja Burkhardt schlafen gehen. So. Und jetzt gehen wir nach unten. Jetzt gehen wir mal gucken, wo wir jetzt auf die verschneite Hälfte gelangen können. So. Drei Schläge für die komischen Kugeln. Und da könnte es sein, dass ich hauen muss. Ne, bringt nichts. Das heißt, ich muss einmal rumlaufen. Aber hier kann ich doch hauen, oder? Tatsache. So, hier können wir, glaube ich, die Glocke nehmen. Yep. So, kommen wir weiter. Und ich hau einfach mal hier die rechten Bäume. Nö, bringt nichts. Und hier haben wir neue Gegner. Komische Kartoffeln. Oder sollen wahrscheinlich Yetis darstellen. Sehen aber lieb aus, sind das aber nicht. Naja. Ach man. So. Was machen wir nü? Wir laufen weiter. Wir gucken mal, wo wir hier lang können. Hier nach links. Ja. Wir lassen lieber die Magie sein und bewahren uns die auf. So. Dann gehen wir mal hier hin. Und wir haben wieder ein Dorf. Wo sind wir denn hier? In welches Dorf sind wir jetzt reingekommen? Okay. Bis du die goldene Axt nicht verwendest, kann Death Adder nicht sterben. Okay, gut. Gut zu wissen. Ist auch dann der Namensgeber des Spiels. Mhm. Alles klar. War vorher warm. Jetzt ist hier alles am Frieren. Bla bla bla. Gut. Und dann gehen wir einmal in das Häuschen rein. Und hier können wir dann noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Was nehmen wir uns denn? Goldenen Apfel? Ach so, habe ich ja. So, nö, eigentlich brauche ich nichts. Schlafen brauche ich auch nicht. Mit anderthalb Herzen. So, dann verlassen wir das Dörfchen wieder. Halt! Dann gehen wir hier lang. So. Hauen wir noch ein paar Monster platt. Wir hauen noch ein paar Monster platt. Oder die hauen mich platt. Ein paar Hörnerfarben nebenbei. So, mit der Erdschriftrolle können wir dann diese Felsen zur Seite bewegen. Hier gehen wir jetzt hier hin. Ah, ne, da kommen wir quasi her. Dann gehen wir einmal hier lang. Ja, hier ist eine Sackgasse. Und was machen wir hier? Hier haben wir wieder was freigelegt. Okay. Manche Leute sagen, dass Death Adder ein unsterblicher Riese ist, aber er hat ihn schon vorher leiden gesehen, der alte Opi. Gut. Na, bewahren wir mal lieber die Magie jetzt ein bisschen auf. Ich denke mal, im nächsten Dungeon wird das auf jeden Fall wieder wichtig sein, viel Magie zu haben. Dann gehen wir einmal hier rum. So, dann nach links. Okay, Energie gefarmt. Hörner. Wieder ein Hörnchen. So, dann gehen wir nach unten. Huch, abgewehrt. Okay, hier müssen wir hin. Jawohl, hier haben wir doch den nächsten Dungeon. Hier killen wir jetzt nur noch ein paar von diesen Yetis. Ich sag einfach, das sind die Yetis. Keine Ahnung, ob die so heißen. Okay, haben wir ein Horn. So, damit haben wir dann den nächsten Dungeon betreten. Und wir haben jetzt noch einen Schlüssel übrig. Wo gehen wir rein? Wir gehen in die rechte Tür. Oh. Da müssen wir wahrscheinlich wieder alles killen. Ah. Dann wieder die Krebse, die meine Rüstung rosten lassen. Okay. Gut, da gehen wir einfach mal hin und killen die Krebse. Ja, super. Ein Standglas bzw. Sanduhr, dann gehen wir in die rechte Tür rein. Gut, dann haben wir wieder hier rote Magier. Super, jetzt haben wir ja aber alle Hand hier, ey. Scheiße, treffen lassen. Na, okay, ein Treffer brauchen die Blauen, das ist schon mal interessant zu wissen. Sehr gut. Geht durch die durch das Schwert. Sogar schneller. Aber ich hätte 7 gern ein bisschen Energie. Aber egal.
Dann müssen wir einfach nur die Fackel drücken. Nee. Also wieder Katze-Maus-Spiele machen mit ihm. Egal, haben wir einmal getroffen. Ne, den lassen wir, den kriegen wir nicht. Ah, scheiße. Ne, kriegen wir auch nicht. Blöd. Okay, das hat dann die Tür geöffnet. Dann gehen wir nach oben. Okay, wieder kurz ein bisschen Überblick verschaffen. Okay, die roten Fledermäuse brauchen zwei Schläge. Und was haben wir hier noch? Ich mache mal ein Safe State. Vielleicht müssen wir die komischen Blöcke hier wegfegen. Ne, brauchen wir nicht. Weiter geht's. Und dann wieder diese Muscheln. Ah, und dann die Augen auch noch. Ah. Warten wir einmal ab. Jawohl, geht doch. Und dann zerkloppen wir wieder das Auge. Okay, müssen wir wahrscheinlich wieder das hier drücken. Yep. Na, so kommen wir da nicht dran. Ne, hätten wir einfach durchgehen können, aber ist nicht schlimm. So, hier haben wir wieder einen dunklen Raum. Okay, immer mit Ruhe. Sehr gut, einen magischen Pott gekriegt. Hm. Wieder eingekriegt. Wieder ein. Gut. So, nur noch ein. Den bekommen wir nicht. Okay, das hat die Tür geöffnet. Jetzt mache ich mal wieder einen Safe State. Und probier aus, ob wir vielleicht... Hoch. Nein. Nein. Nach da. Nach da. Okay. Müssen wir mal gucken. So, so geht das doch ein bisschen schneller. Und dann gehen wir einfach mal in die linke Tür, die sich geöffnet hat. Wollen wir mal? Wir wollen. So. Und da kloppen wir einfach auf die Monster. Na komm, komm in Reichweite, Mensch. Jetzt gehen wir einfach mal auf die. Ja, super. Hat ja viel gebracht. So. Die vordere Fackel, die mussten wir drücken. Dann gehen wir hier runter. Und es wird wieder mal dunkel. Wie so oft. So. Ah, Marlboro-Schachteln. Ja, meine lieben Leute, da sind wir wieder. Und wir sind draußen. Warum sind wir draußen? Weil ich habe gerade gemerkt, ich bin vorhin im komplett falschen Dungeon gewesen. Ich bin ja eigentlich schon in dem letzten Dungeon gewesen. Ist aber komplett falsch gewesen. Ich meine, wir hätten auch gerade den Endboss zwar machen können. Aber ich möchte das dann doch so ein bisschen nach der Reihe machen. Aber so haben wir schon mal den achten Dungeon so ein bisschen vorgemacht. Wenn wir da nicht nochmal alles erledigen müssen. So, jetzt müssen wir einmal dorthin, nein, nach oben. Dorthin, wo wir die Lava erkalten lassen müssen. Mit der Glocke. So. Ich hoffe, ja, hier scheinen wir richtig zu sein. Hier müssen wir nämlich hin, um uns für Hörner teleportieren zu lassen. Nein, wir wollen da rein. Wir wollen da rein. Super. So, hier gehen wir dann für 10 Hörner die Treppe runter. Und wir sind hier auf der anderen Seite des Meeres. So, und da haben wir den Dungeon, den eigentlichen. So, Numero 6, ne, 7. Oder? Oder 8. Okay, also, oder sind wir hier doch im Falschen? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, aber mächtig. Okay, jetzt gehen wir einmal hier hoch. Ah. Okay.
Ach, diese blöden Marlboro-Schachteln, ey. Naja, egal. Dann gucken wir mal, ob wir hier wirklich richtig sind. Dann drücken wir hier mal nichts. Warum drücken wir hier nichts? Weil ich es nicht weiß. Oder müssen wir wieder... Ach, guck mal. Da hat sich doch so eine Marlboro-Schachtel versteckt. Und da auch, ne? Aha. Sehr gut. So, dann gucken wir mal. Okay, den kennen wir auch. Das heißt, wir nutzen hier die Blitzschriftrolle. Lassen den gar nicht nah an uns ranne kommen. So, perfekt. So, dann haben wir den ersten Zwischenboss durch. Dann gucken wir mal. Okay, kleine Flammen, die sich mit 3 Schwerthieben töten lassen. Und damit können wir uns wahrscheinlich wieder an den Eingang zurück teleportieren auf der Fläche. So, dann gucken wir mal. Save State. Ne. Nicht Blitz, sondern Erde, Freund. Okay, war komplett falsch. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Ja, hier sind wir auf... sind wir in einen anderen Raum teleportiert worden. Okay, was haben wir? Was haben wir? Wir haben irgendwo was erscheinen lassen. Gucken wir einfach mal hier durch, das hier in dem, im Wasser. Huch, ich wollte keine Pause machen. Das wollte ich noch nicht. So, dann gehen wir einfach mal hier rein. Sehr gut. Okay, dann haben wir wieder was drücken können. Das ist auch gut. Und dann müssen wir wieder die Magier hier killen. Abwarten, jawohl. Sehr gut, nur noch einen und dann schauen wir mal, was hier erscheint. Nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So. Ja, was haben wir denn da jetzt erreicht? Gucken wir mal. Bestimmt, ach, wir sind hier am Eingang wieder. Auch wunderschön. Fängt das jetzt hier wieder von vorne an, oder was? Und komm, wir nutzen mal vorsichtshalber hier mal die Glocke so ein bisschen. Okay, hier können wir runter. Ach, das haben wir geöffnet. Indem wir so ein paar Räumen weiter einen Schalter betätigt haben. Okay. Ah, macht das Spaß. So, mal gucken, ob wir hier richtig sind. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Halt, bleib stehen. Du Schurke, du Schuft. Ist ja auch noch nie passiert, dass ich da auf einmal komplett in den falschen Dungeon rumlatsch. Naja, kann ja mal passieren. Habe ich ja schnell erkannt, den Fauxpas, und versuche das sofort zu korrigieren. Ah, gucken wir mal, ob wir jetzt hier jemanden, also einen der Gegner leben können. Okay, machen wir lieber so, geht schneller. Nein. 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 Okay, das ist gut. Das ist richtig. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Jetzt habe ich dich. Okay. Falsch wahrscheinlich. Ja, falsch nicht, aber wir gehen runter. Nee, lässt sich nicht drücken. Oh, 2 Fake-Truhen. Kurz ein bisschen auf die Energie gucken. Okay. Und hier können wir dann wahrscheinlich mit der Erdenschriftrolle wieder was
Freischalten. Eine Teleporterfläche. So. Machen wir dann auch direkt. Dann einmal rein hier. Ja, hier sind wir wieder. Hier ist wieder was Neues auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Nein, scheiße. So. Okay, wenigstens ein Blatt. Einer ist Blatt, wunderschön. Nee. Das ist nichts mit drücken, ja. So. Okay, die ist geöffnet. Dann gehen wir einfach mal nach links. Okay, ja, ein bisschen Überblick verschaffen. Und wir haben einen Diebesschlüssel. Okay, scheint so eine Art Universalschlüssel zu sein. Wie sie die Hausmeister oft haben. Sehr schön. So, dann drücken wir mal. Ah. Der Diebesschlüssel. So, wir machen ein Safe State. Und dann zünden wir erstmal hier alles an. So, wir erhellen den Raum. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich nicht mehr so viel Energie. Ach man, das kann doch nicht wahr sein. Komm, wenigstens runter. Schön. Komm, mehr Feuerchen. Ach, ich kann ja hier rüber, mein Gott. Ich bin so unbeholfen manchmal. Und? Okay, das war richtig. Das heißt, eine andere Tür ist wieder aufgegangen. Ja. Dann geht es einfach nach links. Obwohl, nee. Wir gehen wieder einfach zurück. Wir gehen in den Teleporter rein. Das war dann das Problem. Gucken wir, ob wir die Schalter vorher noch. Ob wir die jetzt mittlerweile drücken können, obwohl wir die vorher nicht drücken konnten. Immer mal prüfen, schadet nicht. Dann gehen wir jetzt nach links. Und da sind wir in einem weiteren Teleporterraum. So. Safe State. Fleisch, sehr gut. Fleisch ist mein Gemüse. Und ich glaube, wir brauchen jetzt gar keinen Schlüssel mehr zu farmen. Wir brauchen keine Schlüssel mehr, glaube ich. Mit dem Diebesschlüssel können wir, glaube ich, sämtliche Türen öffnen. So. Na komm. Zieh dich nicht so. Und jetzt betreten wir den Teleporter. Und jawohl, wir sind in einem neuen Gebiet gelandet. Boah, Alter. Jetzt geht's aber los hier, ey. Boah, die blöden Marlboro-Schachteln, ne? Die gehen mir so auf Ketten. Für mich sind es Marlboro-Schachteln. Okay, ja, das heißt, wir gehen einfach mal hier rein. Ja gut, der verbraucht sich nicht. Der Schlüssel, der ist ja, das ist ja so ein Spezialschlüssel, sage ich ja. Universalschlüssel. Ach, Mann. Und, kann man hier drücken? Das ist so unfair, ne? Der kann mich treffen, aber ich ihn nicht. Ja, super. Guck ich mal. Das ist blöd. Das ist blöd. Da, das lassen wir mal hoch. Das lassen wir mal sein. So, da gehen wir lieber nach oben. Das heißt, das ist dann unsere Abkürzung. Mann! Ach, da kann doch nicht wahr sein. Also dann bleibt da stehen. Boah.
muss ich eigentlich den Apfel nehmen? Scheiße, jetzt habe ich den Apfel verbraucht. Okay. Tod der Marlboro-Schachtel. So. Und jetzt gehe ich dann nach oben. Und wir haben den Boss. Eieieiei, da müssen wir wieder gucken. Wir nehmen am besten die Blitzmagie. Dann gucken wir mal, kurz bevor der erscheint. Hauen wir. Wir hauen zu und dann weichen wir den Blitz aus. Das war dann auch. Ein Treffer reicht. Na gut. Dann sollte natürlich auch sitzen, der Treffer. Nein. Nein. Okay. Der war gut. Dann machen wir jetzt ein paar Mal. Und dann ist gut. Schade. Okay. Ach, Mann. Blöde Sau. Und da haben wir ihn. So. Haben wir jetzt endlich den richtigen Dungeon gemacht. So, wir haben den 8. Kristall. Oder den 7. Den 8. Kristall. So. Und jetzt müssen wir natürlich den Dungeon wieder verlassen. So, da gehen wir doch einfach rein hier. Gehen wir uns gar nicht mehr mit großen Diskussionen hier ab. So, das war dann. So, dann bleiben wir mal hier, oder? Oder wir bleiben lieber in den Dungeon. So, und dann beende ich diesen Part. Ich glaube, da war doch der 8. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir einen Dungeon geschafft. Und wo der andere ist, wissen wir jetzt auch zum Glück. Dann würde ich euch doch mal in den Abend entlassen. Und im nächsten Part wird es dann den nächsten Dungeon geben. Wir müssen ja soweit nicht mehr organisatorisch aktiv sein. Bis auf das war vielleicht, dass ich mir vielleicht noch einen goldenen Apfel hole. Dann sage ich doch mal einen schönen, geruhsamen, ruhigen Abend. Bleibt gesund, wascht euch die Hände und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis bald, euer Last Exit 1988. Tschüss.